Herzlich willkommen, liebe Eisenbahnfreunde. Ich habe mir ein kleines Hochzeitskonvolut gegönnt. Somit wird man demnächst in Charlottenhausen auch heiraten können. Das ganze Konvolut bestand aus 3 Teilen zu einem Set zusammengepackt. Zum einen diese Kutsche hier. Da musste hier und da noch ein bisschen was abgeschnitten werden, weil das vom noch immer sauber, also nicht so sauber gearbeitet war. Ich habe hier zum Beispiel die Stange zwischen den Pferden auf Pferdehöhe abgetrennt. Die stand noch bis hier vorne raus. Und so ein paar Kleinigkeiten hier und da noch entfernt, sodass die Kutsche jetzt rund und gut aussieht, wie ich finde. Der zweite Teil war eben dieses Hochzeitspersonal, eben das Hochzeitspaar, die Blumenkinder und der Pfarrer. Ich habe das Ganze jetzt auf einen Untergrund gemacht. Werde mir das Ganze jetzt hier dann gleich noch ausschneiden. Und dadurch bleiben die Figuren beweglich auf der Anlage. Und ich kann zum Beispiel mal im Stadtamt und mal in der Mühle heiraten lassen. Oder wer möchte, auch im Charlottenhausener Rotlichtviertel. Steht gerade leider nicht scharf. Der dritte Teil, der jetzt hier nicht zu sehen ist, besteht aus einem weiteren Pfarrer, einer Sitzbank, wo jemand drauf sitzt, und 2 Gräber. Das Ganze war dann als großes Hochzeitskonvolut. Ich schätze mal, die Gräber waren oder sind dazu da, die Kirchenumgebung auszugestalten. Wer in meinen Videos aufgepasst hat, weiß, dass es in Charlottenhausen überhaupt gar keine Kirche gibt. Das habe ich bewusst gemacht, wird auch nicht kommen. Auch auf keiner anderen Anlage werde ich eine Kirche, Moschee, Tempel, wie auch immer verbauen. Obwohl Tempel noch am ehesten, und zwar einen germanischen Tempel, aber keinen buddhistischen, kein sonst was Tempel. Meine Eisenbahn bleibt religionsfrei, im weitesten Sinne. Gut. Das Set habe ich aus dem Grund hier jetzt nicht dabei und werde es nicht weiter verarbeiten, da ich die ganze Anlage von der Wand vorrücken muss und dann die Figuren von hinten im Friedhof aufbringen werde. Das bedeutet, ich werde mir das Konvolut hier aufstückeln und nicht beieinander lassen. Wie gesagt, die beiden Gräber kommen bei mir noch in den Friedhof, die Sitzbank und der andere Pfarrer kommen auch noch in den Friedhof. Und ja. Ich habe da aber gerade noch eine Idee. Ich glaube, ich hole mal die Figuren und bereite mal was mit euch vor. Und zwar habe ich drüben bei der MOBA eine Zigarrenkiste, wo noch sämtliche Figuren drin sind. 10, die ich nochmal schaffen möchte. Figuren, die ich mir als Ersatz zurückgelegt habe, falls nur welche abbrechen. Und da hatte ich das jetzt auch zwischengelagert. Wie gesagt, aus dem Grund, dass ich die Anlage vorziehen muss. Da ist hier noch so ein christliches Gedenkkreuz dabei. Das wird definitiv auch auf den Friedhof kommen. Eins der wenigen christlichen Symbole dann. Hier ist der zweite Pfarrer bzw. Pastor, wie auch immer. Ich will da keinen vernachlässigen meine ich natürlich. Ich möchte keinen berücksichtigen, natürlich. Das kann auch ein Rabbi oder sonst irgendwas sein, ne? Wie die auch alle heißen. Ist mir egal, das bleibt in eurer Fantasie. Hier sind auf jeden Fall noch 2 Gräber. Hier ist das Kreuz von abgebrochen, das ist aber gar nicht schlimm. Das war gar nicht so geil verklebt, ist nicht schlimm. So habe ich anstelle von 2 eben 3 Sachen, die ich verbauen kann. Da ich sowieso auf dem Friedhof schon einige solche Kreuze stehen habe, nehme ich das als Grabhügel separat und werde nochmal andere 10 im Friedhof mit ausarbeiten. Meine Idee war es, den jetzt schon aufzukleben hier mit drauf, weil ich mit euch nämlich schon so ein paar Figuren, also das hier wie gesagt noch nicht, außer ihn hier, den werden wir jetzt hier mit draufstellen. Da habe ich nämlich schon eine Idee, wo der Knabe hinkommt.
Ich werde ihn jetzt mal eben festkleben. Wenn der hier draufsteht, dann packen wir uns mal die Teile zusammen und gehen rüber zur Eisenbahn. Und dann zeige ich euch das mal. So, der Knabe steht jetzt auch. Mich hat das Bastelfieber jetzt doch gepackt. Wir nehmen den ganzen Krempel, gehen, also ich werde natürlich jetzt vorher noch das hier alles noch fertig schneiden. Ja, wundert euch nicht wegen dem Verband, ich habe mich verbrannt. Werde das jetzt alles hier noch zurechtschneiden. Dann kommt es hier mit in die Kiste und dann gehen wir mal nach drüben und wir gucken mal. Ich kann die Anlage gerade nicht vorziehen, weil ich noch am Filmen bin und sämtliche Züge noch draufstehen habe. Aber alles, wo ich von vorne und von der Seite rankomme, werden wir jetzt schon mal befestigen, weil ich habe Lust zu basteln. Und das gucken wir uns jetzt auch mal an. Ich schneide das fertig und dann sehen wir uns gleich drüben bei der Anlage wieder, Freunde. Ciao! So, ich zeige euch mal, wo die drei Gräber gelandet sind. Und zwar hier im Friedhof. Links seht ihr das mit Grabstein, in der Mitte das mit dem Jesus und rechts das ohne Kreuz, also den Grabhügel. Jetzt neu hinzugefügt. Einer der Pfarrer betreibt Missionarsarbeit. Er lässt sich die Passion der Liebe nahebringen. Und wir fliegen mal rüber zur Mühle. Dort findet die erste Hochzeit in Charlottenhausen statt. Kleiner Flug zum Bahnhof. Hier reist das Hochzeitspaar gerade am Bahnhof vorbei und eine Menschenschar schaut sich das Spektakel an. So, das war's mit dem kleinen kurzen Dioramenbau bzw. Szenenbau, Erweiterung des Friedhofs und die erste Hochzeit in Charlottenhausen. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr dann demnächst auch wieder mit dabei seid. Euer Marcel von Spuren Eisenbahngeschichten. Bis denn und tschüss. Ich habe die Bank vergessen zu zeigen. Da sitzt einer und guckt sich an, wie der Fahrer sich missionieren lässt. Jetzt aber ciao, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich immer, wenn ihr dabei seid.